So, noch ein kurzer Nachtrag. Ja, auch Tsunamis und Erdbeben haben auch mit dem Klimawandel zu tun, weil durch den Klimawandel schmelzen die Polkappen ab und die Gletscherregionen und deswegen haben die Erdplatten mehr Bewegungsfreiheit und deswegen können sich auch mehr Spannungen aufbauen, die sich dann als Tsunamis und Erdbeben entladen. Wiedersehen!